Hallo und willkommen zu Rise of the Tomb Raider. Gerade frisch rausgekommen für den PC. Heute am. Wie viel ist heute? Keine Ahnung. 28. Januar? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Was war das hier vorne? Was wollte ich sagen? Ja, zum einen, ich werde wahrscheinlich nicht sehr viel reden, weil ich war die letzte Woche todsterbenskrank erkältet und bin noch längst nicht gesund. Das heißt, ich muss ein bisschen meine Stimme schonen und versuche, nicht allzu sehr ins Mikro zu husten. Und zum zweiten werde ich nicht viel reden, weil ich hoffe, dass das Spiel spannend wird. Und da werde ich nicht dran denken zu reden. Und ich hoffe, ich werde mich sehr an irgendwelchen Rätseln festbeißen und da ich bin so aufgenervöst. Ich habe mich jetzt den ganzen Tag drauf gefreut und jetzt kann ich endlich spielen. Hurra! Also, was wollte ich sagen? Ja, ich spiele das Spiel komplett blind. Also wirklich komplett blind. Ich habe kein einziges Bild, kein einziges Video, kein gar nichts angeschaut. Und ja, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, wie das Spiel wohl wird. Ich hoffe, es wird gut. Und ich nehme jetzt testweise mal mit Nvidia Shadowplay auf. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten will. Zumindest im Moment weiß ich es noch nicht. Je nachdem, wie die Aufnahme dann ausschaut. Also wenn es gar nicht ausschaut, dann muss ich halt den Anfang nochmal aufnehmen. Mit Fraps. Wenn es geht, dann lasse ich es und wir starten jetzt ein neues Spiel. Ah, ein neues Spiel. Und zwar als Kämpfe sind leichter. Das finde ich gut. Normale Gesundheitswerte. Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich kann rumabenteuern und muss nicht zu viel kämpfen. Also wir starten als Abenteurer. Oh, und es geht los. What makes someone reach beyond the boundaries of human experience? To face the unknown. As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. The others, they're done. No amount of money's gonna get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. Almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Thanks. Look at that. It's amazing. But the snow coming off those peaks is a bad sign. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. All right. Let's take it easy here. Oh, bin ich da? Ist das Lara? Die sieht ein bisschen anders aus, oder? We just need to keep moving. Wow, es windet. Was man wahrscheinlich jetzt schon merkt, das Spiel ist Englisch. Aus Grund XY, weil die deutsche Synchro ist scheiße. Aber wer ein bisschen Englisch versteht, der sollte da mitkommen. Hey, even if we don't find anything up here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. Lara sieht anders aus als im vorherigen Teil. Und ich darf nicht so rumschreien. Muss ein bisschen leiser reden, aber das Spiel ist so laut. Ich
Komm schon. Oh, shit. Are you okay? Lost my footing. I'm fine. Das fängt ja gut an. That was close. Hui. Laura, wir liegen. Right? Jonah! I'm here! I'll climb down there and get you! No! It's too dangerous! I can climb back up! Are you sure? Okay. Just stay put! Das kennen wir ja noch aus dem vorherigen Teil. Alter, das fängt ja gut an. Was da rüberspringen, das ist aber weit. Und schaffen wir es. Gotcha. Shit, Laura. You're gonna give me a heart attack. Are you okay? Yeah. Come on. Ja, geht gut, alles gut. Vielleicht muss ich den Sound ein bisschen umstellen. Looks like we gotta go through. Bisschen leiser machen, damit man sie besser versteht. Vielleicht mache ich auch die Untertitel einfach mal an. Vielleicht mache ich auch einfach mal die Untertitel an. Untertitel. An. Ein in Farbe. Ein ohne Farbe. Mal schauen, wie es aussieht. Zur Not mache ich sie gleich wieder aus. Not bad. If the weather turns, we can hole up in this cave. Do you really think we'll find this lost city? I know this is a long shot, but that old track is that he saw ruins up in these mountains. Alter, die Kamera. Well, I guess if I was gonna hide a lost city, this might be the kind of godforsaken place I'd do it. I just hope Trinity hasn't beaten us to it. Das ist ein Wetter. Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. Was mir gerade so ein bisschen fehlt, what do you think? Ist Zeit zum Reden. We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. Feels pretty solid here, but keep close to the wall. Okay. Darf ich wieder? Was mir fehlt, wollte ich sagen. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. You ready? Let's do it. Darf ich jetzt auch mal was sagen? So, mir fehlt so ein bisschen die Überleitung vom letzten Teil zu hierher. Ice up here. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Ich würde gern sehen, wo ich hinklettere. Look out! Oh shit! That was close. Ich hoffe, ich komme aus dieser Eiswüste bald raus. Ich mag ja lieber so Dschungel und so. No, no, no. Jonah, hold on! Shit! I'm going to dig in. Can you make it across? I can make it! Whoa! Holy shit!
I don't think I can make that jump. Stay there. I'll anchor a line for you at the top. All right. I'll give you some slack. Was wollte ich sagen? Ja, ich mag lieber Dschungel und so. Es ist auch nicht so kalt. You got it. Das ist ein sehr langes Seil. Na, ob das was wird? Jonah, we made it. I see the ruins. Oh God. Laura, can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. Oh, fuck! There! Over there! Quick! Swing me to the other side! Okay, here goes. Na komm schon! Come on, Laura! I can't hold schon. You! The rope is slipping! Ja, ich beeil mich! Komm schon! Ich kapier's gerade nicht so ganz, wie das. Hallo? Ich hab auf E gedrückt. Quick! Fuck you! Swing me to the other side! Damn it! I can't hold on much longer! Ja, ich versuch's ja. No! No! Laura, ich weiß nicht, welche Tasten ich drücken muss. Ja, ist ja gut. Huch. Vorwärts und rückwärts bewegen, versuche ich ja. Mache ich ja, aber es funktioniert nicht. Die fällt dauernd runter, die blöde Kuh. Fick dich. Fängt ja gut an. So, einmal vor. Erwischt sie nicht. Einmal zurück. Ja, Schnauze da oben. Alter! So, einmal. Und jetzt. Hopp. Und zurück. Ja, halt die Fresse da oben. Ja! Noch, komm schon. Laura! Ja. Weißt du, immer wenn sie drankommt, dann fällt sie runter. Zweimal reicht nicht, beim dritten Mal fällt sie runter, die blöde Nuss. Erwischt sie nicht. Schnauze da oben. Laura, I can't hold Los. You. The rope is slipping. Ja, schwingt zurück und vorwärts. Und jetzt komm schon, komm schon. Und daneben. Und zweimal reicht wieder nicht, jetzt fällt sie gleich wieder runter. Laura! Boah, na endlich. Climb! Climb! Was für ein Fuck, ey. Go back, Jonah! Get to shelter! Das war ein merkwürdiger Grafikeffekt. Also auf den Scheiß hätte ich jetzt gerade verzichten können. Tussi, was machst du denn? Bist du bescheuert? Ich sehe nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Alter! Seid ihr bescheuert? Die sind bescheuert.
Mach doch nicht sowas! Leute, ich habe gerade erst angefangen. Alter! Nein! No! Ich liebe es, wenn man nicht sieht, wo man hinrennt. Fuck you! Die Steuerung könnte auch ein wenig handlicher sein. Darüber, oh Gott! Ha, ha, ha. Mami.